Dedelic präsentiert ein Spiel von Poki. Und geschrieben und andere Sachen gemacht von anderen Leuten halt. Alin Edil als Edna. Musik Finn Seliger. Olaf Kasper, Felix Engel, Jan Müller und die anderen auch wieder sehr beliebt. Jan Müller Michaels. Oh, da hat man sich ja verschluckt. Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Okay. Edna bricht aus. Oh, ja. Yeah. Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu, ich darf es auch mal sagen, Edna bricht aus und ihr habt es gesehen, das Let's Play hier hat Kingdom Come Deliverance ersetzt, aus einem einfachen Grund. Ich kann Kingdom Come Deliverance starten, aber das Spiel bricht immer ab. Also es schließt sich immer wieder ungewollt. Ich will da im Menü auf Fortsetzen und auf Laden. Ich kann jeden Spielstand durchladen. Das Spiel bricht ab und ich lande wieder auf Windows, aus der Windows-Oberfläche. Ne? Also nur zu dem hier. Und ja, wir sollen vielleicht doch mal hier im Spiel auch mal Hallo an die Leute hier draußen sagen. Und den guten Kommentator mal eine Runde fragen. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt. Und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Poki. Na gut, ihr wisst, meine Freunde, ihr wisst es. In der nächsten halben Stunde sind wir hier. Da gehen wir nirgends hin. Da sind wir hier. Na, ihr wisst das jetzt schon. Da sind wir hier. Im Inventar haben wir... Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Naja. Ist da drin bald mal Ruhe? Was? Ich hab nichts gesagt. Was können wir dem Tisch machen? Nehmen wir ihn? Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Und mit ihm reden? Stehen bleiben, Tisch. Brav. Können wir...
Und muss dazu sagen, ich habe das Spiel auf dem iPad circa eine Stunde gespielt. Also ich bin aus der Zeit herausgekommen, sage ich mal so. Ich bin aus der Zeit herausgekommen, das weiß ich. Mehr weiß ich nicht mehr. Also wirklich, ich habe die erste Stunde habe ich gespielt. Mehr auch nicht. Und das muss schon ein paar Monate her sein. Wirklich ein paar Monate muss es her sein, dass wir hier gespielt haben. Aber ich probiere mal hier mein Bestes. Wozu? Und benutze mal den Stuhl. Du bist langweilig, Tisch. Ey. Können wir ihn nicht ansehen? Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Nicht einen halben. Nicht ein Viertel. Nicht ein Stuhlbein. Ein ganzer Stuhl. Naja, den nehmen wir mal kurz mit. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Und wo ist denn der? Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Das kann er am besten. Benutzen wir Stuhl. Ich habe hier lange genug gesessen. Naja, heute noch nicht. Und was ist mit den Polstern? Können wir die mitnehmen? Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Dann rede doch nochmal in bist den Dingern. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich glaube schon. Ich nehme das als Ja. Das ist gut. Benutzen wir. Komm mal boxen. Gut. Achso, es ist eine Wiederholung hier. Gut. Wir haben noch die Tür. Reden wir mal mit der Tür. Hallo Tür. Wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Ich dich auch. Und übrigens ist immer Harvey, der hier quatscht. Also, wenn wir hier was haben, ist dann Harvey die... Also, ja, übernimmt dann die Rolle des Redners oder Erzählers oder wie man das nennen darf. Wir benutzen mal... Die ist verschlossen. Naja. Was hast du erwartet? Hier oben? Wir reden mal mit dem... Hallo? Hallo? Vielleicht hört uns so wirklich jemand. Hört mich wer? Das Arsch von oben. Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Nur mal reden? Hey! Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Ich sag mal so. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde... Könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen? Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch ja? was? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Naja. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Behandlung? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh, ich... Nun,
Ich spiele Golf. Minigolf. Yep. Okay, also Minigolf hat daher, ich denke mal, ich kenne das irgendwo. Doch, wirklich, ich kenne das noch von damals, noch vom iPad her. Aber, naja. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Das nennt man Service. Okay, es ist irgendwo die Klimaanlage an, aber... So. Ich habe hier lange genug gesessen. Können wir eigentlich... Sieh mal, Harvey. Oha, du hast ein Stuhlbein gefunden. Meine Heldin. Ich dachte, wir klicken auf das... auf den Stuhl. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Oh. Ui. Und nun mit den Polstern irgendwie verdreschen? Das hatte kaum einen Effekt. Wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Es ist logisch. Wir können jetzt das Ding über den Stuhl brechen. Achso, nee, ich will es nicht dran schrauben. Ich will es nicht wieder. Ich habe es dran geschraubt, ich Depp. So, Stuhlbein? So. Und das jetzt über die Tischkante hauen. Ups. Oh. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Das, yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Das tut irgendwie schon weh, aber gut. Du musst also irgendwo rausfinden, wo der Lüftungsschacht halt ist, ne? Und das geht am besten, weil ja, jetzt ist die Klimaanlage an. Und, wir machen den Schlüssel rein und dann irgendwie, irgendwo soll dann Luft kommen. Oder sowas halt. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Machen wir noch ein bisschen Öffner. Also. Hallo? Mhm. Na, sieh mal einen an. Da gehen wir eine Runde rein. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Naja, wer will schon einen Stuhlanspitzer? Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Und zuerst... Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen. Aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren. Beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen... ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe. Aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet... Er hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, dann muss, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht. In diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Okay, also wir wissen jetzt schon, dass wir hier mit den Dingen... Yo, Schraube! Hör mich nicht an, du Subjekt. Ey, Schraube, bleib mal locker. Ja, genau so war's halt. Und wie ich schon Poki gesagt hat, es wir nutzen mal... Heulen, Harvey. Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf.